Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich muss sagen, noch vor 2 Wochen war ich mir sicher. Die Regierenden trauen sich nicht, den Bürgern das Fest zur Gänze zu vermiesen. Ich habe mich getäuscht. Offensichtlich scheuen sie nicht davor zurück, der Polizei die Aufgabe zukommen zu lassen, an Weihnachten umherzuziehen und die Menschen an dem Tag der Familie zu drangsalieren. Ich meine, stellen Sie sich die Bilder vor. Polizisten, die mit Gewalt Familien auseinanderziehen, weil anstatt 2 Haushalten 3 anwesend sind. Menschen, die eine Strafe bekommen, weil sie im Beisein ihrer Liebsten feiern wollten. Und nun stellen Sie sich die Polizisten vor, die diese Aufgabe erfüllen müssen. Hier wird den Bürgern Unbeschreibliches, ja noch nie Dagewesenes, auferlegt. Und gleichzeitig wird von der Polizei etwas verlangt, was kommenden Generationen einmal auf das Schärfste verurteilen werden. Ich hoffe, meine Damen und Herren, wir werden trotz allem ein wenig Frieden finden und ein besinnliches Fest feiern, trotz dieser Schikanen. Und denken Sie daran, ein derartiges Weihnachten können wir 2021 verhindern, mit Ihrem Kreuz an der richtigen Stelle. Aus dem Bayerischen Landtag, Ihr und Euer Ingo Hahn.